Willkommen im zweiten Teil meines Tutorials über die Arena in Hearthstone. Heute geht es um Deckzusammenstellung, um die Wertigkeiten von Karten, den Begriff der Value und die Mana-Kurven, die man so hat in der Arena. Und das erste ist, wie funktioniert es in der Arena, die Deckzusammenstellung? Leider kann ich hier nicht klicken, denn die Arena ist momentan verbuggt bei mir und bei vielen anderen. Also man wählt aus drei absolut zufälligen Karten eine aus und wiederholt es 30 Mal. Das bedeutet also, wir haben 30 Karten. Die Zahl 30 hat auch noch eine andere Bedeutung. So viele Lebenspunkte hat man. Also kann man sich gut merken. Und jedes Deck in Hearthstone hat 30 Karten. Ob Constructed, Arena, immer hat man 30 Karten. Und da die Zusammenstellung in der Arena, die man da einmal tätigt, für viele Spiele gilt, im Optimalfall bis zu 14 Spiele, bei 12-2 oder 11-3, ja, 14 Spiele, und muss man immer mit dem Deck bestreiten. Und das bedeutet, lasst euch Zeit. Lasst euch Zeit bei der Zusammenstellung, überlegt ruhig mal mehr als zu wenig. Den Fehler habe ich am Anfang viel zu häufig gemacht. Da habe ich meine Deck-Zusammenstellung gemacht und wollte eigentlich nur spielen und habe dann die Zusammenstellung so schnell hopp hopp gemacht, klick ja hier und das und ging dann auch ganz schnell, aber die Decks sind dann nicht so gut. Und es gibt, was auch am Anfang vielleicht gar nicht so komplex aussieht, es gibt viele Entscheidungen, die sehr schwer sind in der Deckzusammenstellung. Deswegen kann ich das nur betonen. Nehmt euch da die Zeit, überlegt euch da. Ich habe euch auch zwei Ranglisten verlinkt. Und zwar sind es Ranglisten von den besten neutralen Karten, die es gibt. Ja? Wir sehen, neutrale Karten sind immer Minions. Es gibt keine neutralen Zaubersprüche oder irgendwas anderes. Es gibt nur Minions. Und die sind natürlich unterschiedlich gut. Es gibt eine Menge, wie ihr hier seht. Und die stehen immer alle zur Auswahl. Theoretisch in der Arena. Und deswegen solltet ihr als allererstes wissen, welche Karten hier besser sind und welche schlechter sind. Und da habe ich euch zwei Sachen verlinkt. Einmal von Ekop, die Liste, und einmal von Trump. Ekops Liste ist nach Mana-Kosten sortiert, seht ihr hier. Könnt auch rübergehen. Und ja, die Rangliste ist, welches ganz oben steht, die beste seiner Meinung nach. Und ganz unten die schlechteste. Wobei, da gibt es noch mehr. Also es ist immerhin noch die 14 beste sozusagen. Und bei Trump ist es unabhängig von den Mana-Kosten sortiert. Er hat so eine Gesamtrangliste gemacht und mit viel Erklärung auch. Und das solltet ihr als erstes mal lernen. Die Karten selber solltet ihr kennen. Also wenn ihr noch nicht wisst, was ein Yeti ist, dann fangt hiermit erst gar nicht an, sondern geht nochmal zurück in Constructed und spielt dort ein bisschen und lernt dort erstmal die Karten kennen. Aber das solltet ihr gemacht haben nach Teil 1 und dann könnt ihr euch wirklich an diese Liste setzen. Und ja, das Wichtige an diesen Listen hier ist nicht, dass ihr da blind nachspielt dann in der Zukunft, sondern dass ihr so ein Gefühl für die Wertigkeiten der Karten bekommt. Und das allererste und wichtige Konzept, was es da in diesem Zusammenhang gibt, denn es geht nicht darum, dass ihr hier diese Listen auswendig lernt, sondern es geht darum, dass ihr selber versteht, wieso es solche Ranglisten gibt und wieso welche Karten besser sind. Das erste Konzept ist das Konzept von Value. Value bedeutet, dass ihr euch aus einer Karte einen Kartenvorteil verschafft. Man kriegt ja pro Runde nur eine Karte, immer, beide Spieler. Und wenn ihr eine Karte spielt und zwei Karten eures Gegners ausschaltet damit, also eine Karte gegen zwei Karten vom Gegner tauscht, habt ihr einen Kartenvorteil. Und das ist Value. Und das einfachste Beispiel, ich zeige mal ein ganz einfaches Beispiel, wirklich das Extrembeispiel, ist der Flamestrike. Den kennt ja bestimmt jeder inzwischen vom Mage. Also wir haben hier einen Flamestrike, wie man hier sieht. Und unser Gegner hat 7 Kreaturen und der Flamestrike macht 4 Schaden an alle Kreaturen des Gegners. Und wir würden sozusagen eine Karte jetzt ausspielen und 7 Karten des Gegners vernichten. Und das ist Max Value.
aus einer Karte. Wir spielen eine aus und zerstören sieben. Natürlich ist das hier ein absolutes Extrembeispiel, aber es gilt nur es geht nur darum, dass ihr versteht, was Value bedeutet. Und in den meisten Fällen geht es darum, dass man 1 zu 2 uptradet. Oder 2 zu 1, je nachdem wie rum. Zum Beispiel mit dem Yeti ist es ganz häufig der Fall, wenn man den auf Turn 4 ausspielt, ja, für 4 Mana-Kosten. Der hat 4 Angriff und 5 Verteidigung. Da muss der Gegner auf 2 seiner Minions oder 2 Karten opfern, um den vom Board zu removen. Ja. Und deswegen ist der Yeti so gut oft. Oder ein anderes Beispiel hier, dieser Swamp Ooze, der zerstört die Waffe eures Gegners, wenn ihr sie ausspielt. Wir spielen, sagen wir immer, unser Gegner hat eine Waffe, wir spielen sie aus, diese Karte, dann zerstören wir die Waffe von ihm, also sagen wir mal, ist eine Karte, und der Gegner muss noch eine Karte aufwenden, um diesen Ooze zu töten. Oder wir benutzen den Ooze dann noch, um noch eine Karte von ihm zu removen. Das ist 1 zu 2. Das sind halt, dort erlangen wir Kartenvorteile und das ist ganz, ganz wichtig, dass das, man das schafft in der Arena. Ja, der, besonders in der Arena, es ist alles allerwichtig. Es ist eins von vielen Konzepten, aber das ist das wichtigste Konzept, was man zu Anfang verstehen muss, besonders im Zusammenhang mit diesen Karten. Wieso ist denn hier Us bei 2 Mana so weit oben? Ja, oder hier bei 4 Mana dieser Shieldmaster, wenn man den mal 4 Mana ausspielt, muss ich mir überlegen. Ganz oft muss euer Gegner 2 Karten aufwenden, um sie zu removen. Mindestens, teilweise sogar 3 Karten. Ja, oder hier der Yeti. Und das ist halt der Grund, wieso dieses Konzept so wichtig ist. Und wenn ihr dieses Konzept verstanden habt, dann müsst ihr gar nicht mehr so sehr hier auf diese Kartenranglisten achten, sondern ihr könnt selber euch die Karten angucken und euch selber überlegen, da kriege ich hier aus Value. Sagen wir mal auch nochmal ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Hier, Gabelblitzschlag für 1 Mana, fügt 2 zufälligen feindlichen Dienern 2 Schaden zu. 2 Diener, sagen wir, das sind 2 Diener, die jetzt 2 HP haben, töten wir mit einer Karte. Wieder kriegen wir Value. Und da braucht man keine Ranglisten sehen, um zu verstehen, dass diese Karte gut sein kann. Und man die unter Umständen wählen sollte in der Arena. Und ja, das ist wirklich, das ist ganz wichtig. Ich war mir gar nicht so sicher, ob es so toll ist, euch diese Ranglisten hier zu verlinken oder ob ich euch eher sage, versucht selber darauf zu kommen. Aber ich denke, die Mischung aus beiden ist ganz gut. Einerseits diese Ranglisten, die euch ein Gefühl geben sollen für die Karten. Und vielleicht auch dadurch, wenn ihr hier rüber guckt oder hier euch das anguckt, wieso ist die Karte so weit oben und euch das überlegt und einfach dann die Karten noch besser kennenlernt. Und andererseits das theoretische Konzept dahinter, oder das erste theoretische Konzept dahinter, nämlich Value. Und ja, das ist so wirklich wichtig, dass ihr das verstanden habt. Und wenn man das dann hat, so sagen wir das Gefühl, dann geht es darum, in der Arena bei der Zusammenstellung des Decks, wie viel Karten nehme ich mit welchen Mana-Kosten? Ja, also wie viel Zweier-Drops nehme ich, Dreier-Drops, Vierer-Drops und wie wichtig sind die? Und in der Arena ist es ganz, ganz wichtig, das werdet ihr auch schnell merken, dass die Züge 2, 3 und 4, die sind entscheidend in der Arena. Und da solltet ihr auch zuerst eure Fehler minimieren. Und für diese 3 Züge braucht ihr Karten. Und deswegen solltet ihr wirklich genug Zweier-Drops haben. Besonders mit bestimmten Klassen, deren Heldenfähigkeit auf Turn 2 schlecht ist. Zum Beispiel der Jäger. Der macht 2 Schaden auf den Gegner mit seiner Heldenfähigkeit. Das kann später gut sein, aber auf Turn 2 ist es ganz schlimm. Wenn ihr da kein Minion ausspielt. Oder beim Priest, 2 heilen auf Turn 2 bringt euch nichts. Das kann später, ist die ganz stark, die Fähigkeit. Aber auf Turn 2 müsst ihr ein Minion ausspielen. Denn ihr verliert die Board-Kontrolle. Und wenn ihr die verliert, gibt es das wie so ein Schneeballsystem. Kommt ihr nur ganz schwer wieder zurück ins Spiel. Also, merkt euch, Turn 2 ist sehr wichtig. Turn 3 ist auch wichtig.
Und Turn 4 ist nochmal eine besondere Wichtigkeit, weil dort kommen die ersten wirklich interessanten Karten ins Spiel. Ich zeige es euch hier nochmal. Sowas wie dieser Zwerg hier, der Yeti, den ich ja eben schon besprochen habe. Das sind alles Karten, die jetzt wirklich dann so den nächsten Schritt, die nächste Stufe sind. Die haben mehr als drei Angriffe, die haben mehr als drei Leben. Und die können wirklich gut sein. Hier 3-5 mit Spot. Oder hier diese Argus, der gibt sogar unseren Gegnern plus 1 plus, unseren benachbarten Dienern plus 1 plus 1 und Spot. Also hier kommen wirklich die ersten richtig guten Karten. Und deswegen solltet ihr auch da was haben. Und je früher ihr natürlich den Drop ausspielt, mit Coin schon auf dem dritten Turn oder ohne Coin halt auf Turn 4, desto besser, ne? Desto mehr, desto effizienter werden diese Karten. Und das ist wirklich wichtig, dass ihr diese ersten, diese, oder das sind ja nicht die ersten drei Züge, sondern die Züge 2, 3 und 4, dass die gut sind. Und deswegen sollten eure Decks auch so aussehen, dass ihr dort die meisten Karten habt. Ja, also da gibt es zwei Arten der Mana-Kurve. Einmal wie eine Glocke, also dass ihr viele Zweier-Drops, viele Dreier, noch mehr Dreier-Drops und dann Vierer-Drops am meisten und Fünfer-Drops auch, also wie so eine Glocke. Und einmal gibt es auch die Möglichkeit, wie eine herabsteigende Treppe. Ihr habt am meisten Zweier-Drops, dann Dreier-Drops, dann Vierer-Drops und immer so ein bisschen weniger. Und ja, so sollte es ungefähr aussehen. Wobei, ich will hier auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen jetzt, weil ich werde in den weiteren Tutorials das nochmal genauer besprechen, welche Klassen, welche Mana-Kurven haben. Oder es gibt auch so Konzepte wie Aggro-Decks, Kontroll-Decks und wo es da besser ist, welche Karten zu haben und so weiter und so fort. Also da gibt es noch sehr viel was im Detail, aber das führt jetzt zu weit. Wichtig ist, dass ihr erstmal so ein bisschen eine Idee habt von der Mana-Kurve, von Value, wie von der Deck-Zusammenstellung. Ja, darum geht es heute. Und was ich auch ganz häufig sehe, ist, dass viele Leute Einer-Drops nehmen in der Arena. Und also sieht man ganz häufig, auch wenn man gegen Leute spielt. Ich will nicht sagen, dass alle Einer-Drops schlecht sind, aber ihr solltet erst lieber die Finger von lassen. Ihr seht zum Beispiel, fast alle haben einmal eine HP kostet, nur ein HP, so ist richtig. Oder viele haben nur ein HP. Und ja, wenn man dann überlegt, dann spielt man gegen Magier, spielt die auf Turn 1 aus, er ist auf Turn 2, zum Beispiel diesen Lepragnom, und kann er mit seiner Heldenfähigkeit wegmachen. Dafür braucht er keine Karte. Wir haben aber schon eine ausgespielt und schon haben wir einen Kartennachteil. Und das ist gegen ganz viele Helden so, dass das nicht gut ist. Also lieber Finger weg erstmal von einer Drops. In der Arena kommt noch dazu, dass die Spiele eher auch langsamer sind und man oft bis zu 10 Mana oder über 10 Züge hinausgeht. Und ja, da bringen dir einfach dann einer Drops nichts mehr. So im Late Game. Ja, während zum Beispiel in Constructed es oft so sehr aggressive Decks gibt, wo man viel am Anfang ausspielt und dann auch schnell gewinnt auf Turn 6, 7, 8, hat man dann gewonnen. Und da ist es egal, ne, wenn man dann viele Einer-Drops hat. Wenn man dann ins Late-Game kommt, ist schlecht, aber passiert nur selten. In der Arena kommt man aber oft ins Late-Game, also, und da bringen einen die Einer-Drops nichts mehr. Also wie gesagt, lasst da lieber die Finger von. Lieber konzentriert euch auf 2, 3 und 4 und im nächsten Teil werde ich euch dann das Mulligan und Early Play versuchen zu erklären. Das ist also einerseits, man zieht ja am Anfang, kann man ja 2, 3 bis 4 Karten wegwerfen und neu ziehen. Und auch das Early Play, da geht es genau darum, habe ich jetzt schon ein bisschen drauf vorgegriffen, wie ich Turn 2, 3 und 4 und auch 1 spiele. Ja, das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Und das ist die Grundlage für alles. Wenn ihr das nicht richtig könnt, das nennt man Mulligan und das Early Play, dann werdet ihr keinen Erfolg haben in der Arena. Da könnt ihr noch so genau wissen, welche Karten gut sind, wie man Deck zusammenstellt, bringt alles nichts. Ja, das wird das nächste sein. Und dann werde ich auch noch
einzelne Klassen besprechen und auch noch mehr versuchen, dann in diesen Teilen auch noch mal weitere Konzepte unterzubringen, wie zum Beispiel Aggro, Control, Tempo und so Sachen. Das wird aber dann kommen. Gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.